Ich. Jetzt. Sofort. Komm besser. Sammy, scheint, als hättest du ihm was Unverdauliches gegeben. Er könnte Bauchschmerzen bekommen. Das müllfressende Monster darf keine Bauchschmerzen haben. Mal sehen. Aha, jetzt können wir ihn untersuchen. Darf ich sie untersuchen? Danke. Oh. Was ist los? Stimmt was nicht? Schlechte Nachrichten. Dieser Mülleimer muss sich krank melden. Ach du grüne Neune, wer frisst dann den ganzen Müll? Na ja, ich habe einen Kandidaten. Komm mit. Leute, heute müssen wir einige schwere Entscheidungen treffen. Um den ganzen Müll im Haus loszuwerden, müssen wir strenge Maßnahmen ergreifen. Oh nein, ich will Patrick nicht wegschmeißen. Nein, werden wir auch nicht. Aber Müll zu fressen kann ihn zu einem Monster machen. Bist du dafür bereit, Sammy? Na klar, ich bin kein Schleim, der Monster fürchtet. Wenn du das sagst. Zuerst schneiden wir die Pappstücke für den unteren Teil des Mülleimers aus. Leute, seid mit dem Cutter vorsichtig. Bittet besser einen Erwachsenen um Hilfe. Patrick wird innen einen Öffnungsmechanismus haben. Bereiten wir die Teile dafür vor. Irgendwie habe ich ein starkes Déjà-vu. Moment mal. Wir haben schon mal einen Monstermülleimer gemacht, oder? Ja, Leute. Erinnert ihr euch daran? Wenn nicht... Findet ihr es auf unserem Kanal. Dieser Monstermülleimer war echt ein schneller Esser. Ich hoffe, Patrick hält länger. Naja, dann sollten wir ihn gut füttern und nicht aufregen. Er ist recht temperamentvoll. Oh, was, wenn er mich stattdessen frisst? Lucy, rettest du mich dann? Ich dachte, du hättest kein Problem mit Monstern. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Bitte versteck mich hier. Okay, wie du willst. Geh zwei Schritte zurück. Jetzt zählen wir bis drei. Eins, zwei. Oh nein, ich hab Klaustrophobie. Lass mich hier raus. Puh, Lucy, meine Retterin. Jetzt fühle ich mich besser. Ich werde dir immer helfen. Darum musst du keine Angst haben, gefressen zu werden. Danke. Dann kümmern wir uns mal um Patricks obere Hälfte. Leute, schaut mal. Sammy hat eine Schablone für die obere Hälfte gemacht. Und hier ist das Ergebnis. Jetzt biegen wir es. Diese kurzen Schnitte helfen uns, eine Kegelform zu machen. Ich kann es nicht erwarten, unseren Patrick zu treffen. Wir müssen die zusammenkleben. Schaut mal, es verbiegt sich schon. Wir wiederholen dasselbe mit den anderen Schnitten und formen Patricks Kopf. Seid mit der Heißklebepistole vorsichtig, Leute. Sie ist echt heiß. Hier müssen wir etwas fester drücken. Susi, wir brauchen unten auch ein paar Schnitte. Ah, du hast es schon gemacht. Als nächstes muss man die Kegelform machen. Hier braucht man viel Kleber. Biegt es so und ihr kriegt die endgültige Form. Kinderleicht. Sieht soweit viel zu einfach aus. Wo ist Patricks Gesicht? Stimmt. Fangen wir mit den Augen an. Sie sind groß und rund. So, hier. Hey Susi, willst du was Lustiges sehen? Wow, warte mal, wo willst du hin? Oh, ich glaube, er hat mich gerade hypnotisiert. Heiliger Väter, womit wird er uns noch überraschen? Leute, bleibt dran. Von innen ist er nicht gruselig. Ich mag's. Entschuldigung. Okay, jetzt können wir zur nächsten Phase übergehen. Dann mal los. Wir haben fast dieselben Teile für unsere vorigen müllfressenden Monster gemacht. Dieses Mal nur mit ein paar kleinen Änderungen. Dann überspring das nicht, Susi. Wir müssen alles wissen. Na gut, jetzt machen wir den Hebel, um den Deckel zu öffnen und zu schließen. Das Stück in der Mitte ist etwas kürzer als bei dem anderen Projekt. Ah, eine sehr wichtige Entscheidung. Ich verstehe aber nicht, warum du sie getroffen hast. Sorry, gerade sieht man es nicht. Ich will den Hebel höher anbringen, dort wo Patricks Bauchnabel ist. Juhu, Patrick würde das bestimmt lieben. Leute, abonniert unseren Kanal. Wow, Susi, du bist eine echte Meisterin. Danke. Und das ist der neue Hebel. Wo ist der Bauchnabel? Hier, ich habe einen gefunden. Perfekt geformt. Wie nett von dir. Hier, bitte, Patrick. Das letzte Teil ist ein Holzstab, um den Deckel zu öffnen. Nicht den Deckel, Susi. Das ist Patricks Mund. Bleib beständig. Okay, setzen wir Patricks unteren Teil da drauf. So. Fertig. Das machst du, Sammy.
Ich arbeite an seiner Hose. Ist aber irgendwie etwas schwer. Verschieben wir das auf später. Machen wir Patricks Zähne. Ich hab ein paar. Schau mal, wie sehe ich auf? Beeindruckend. Leute, wir setzen die Stücke so wie dieses in Patricks Mund ein. Willkommen bei Dr. Sam. Heute lernt ihr, wie man echte Monsterzähne macht. Tun wir ihn hier hin. Was meinst du? Zu 90% süß und nur 1% gruselig. Wir brauchen mehr. Cool. Jetzt befestigen wir die obere Hälfte mit diesem Verschluss. Du hast einen Schritt übersprungen. Wir brauchen noch einen Plastikstrohhalm. Um genau zu sein, brauchen wir diese hier. Okay, dann los. Schieb sie drauf. Das kommt dabei raus. Drehen wir unsere Konstruktion um. Hopp. Jetzt können wir die beiden Hälften zusammensetzen. Wir legen sie aufeinander und kleben sie fest. So sieht klasse, wie eine echte Ingenieurin. Wow, schaut mal Leute, probieren wir es aus. Öffne deinen Mund, Patrick. Warte, Susi. Lass mich raus. Es ist dunkel hier drin und noch ein bisschen gruselig. Leute, jetzt kommt die nächste Phase. Die Dekoration wartet schon. Nein, nein, nein. Ach, du grüne Neune. Warum ich? Ich bin total geschafft. Komm schon, du kannst deine Schaumplatte drum wickeln. Gar kein Ding. Na gut, aber den anderen Arm machst du. Leute, lernen wir, wie man Patricks Arme macht. Zuerst schneiden wir die Spitze des Pappkegels ab. Nicht zögern. Hopp. Dann machen wir zwei große Schnitte an der Seite des Kegels. Du kommst toll ohne mich klar, Susi. Jetzt biege ich den Arm. Leute, wir müssen beide Schnitte zusammenkleben. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr ihn mit pinken Schaumplatten umwickeln. Wickelt sie eng und ordentlich um die Pappe. Ich beschleunige das für euch. Hier ist das Ergebnis. Schaumplatten sind sehr flexibel. Es ist also nicht schwer. Jetzt umwickeln wir Patricks Kopf mit denselben Schaumplatten. So. Man braucht viele Schaumplatten. Ich habe dafür ein eigenes Lager. Vergesst nicht, Löcher für die Augen auszuschneiden. Seid vorsichtig. Ich kann nicht hinsehen. Oh, vielleicht ein kurzer Blick. Sieh mal, sehe ich wie Patricks Stars Verwandter aus. Toll. Aber vielleicht ein entfernter Verwandter. Leute, schaut mal. Sam hat die berühmte Augenbrauenform von Patrick nachgemacht. Jetzt kommen die Augen. Sammy, sie waren hier. Ich habe sie genommen. Aber das magst du bestimmt. Oh, Sammy, das sieht super aus. Also, was denkst du? Sein Mund steht offen. Er ist entweder schockiert oder unglaublich aufgeregt. Er hatte Angst. Sei nicht zu hart zu ihm. Ich habe den unteren Teil auch in Schaumplatten eingewickelt. Okay, und wofür ist das? Susi, er hat noch keine Hose. Stimmt. Dann machen wir sie. Patrick trägt nur seine libertengrüne Lieblingshose. Hopp! Wer ist bereit für die Anprobe? Du wirst sie sicher mögen. Leute, schaut nicht hin. Schaut mal, sie passt perfekt. Aber das berühmte Blumenmuster fehlt. Das ist viel besser. Diese Hose ist die zweitbeliebteste nach SpongeBobs Hose. Susi, sieh mal. Ich habe Besteck für unser hungriges Monster. Die sehen etwas flach aus. Kriegen wir hin. Hopp. Jetzt machen wir das Pappbesteck zu Silberbesteck. Halt, keine Bewegung. Wer ist da? Susi, ich bin's. Ich mich nicht. Sammy, ich mach nur Spaß. Hier, mach die Gabel. Während ich mich ums Messer kümmere. Schöner Griff übrigens. Schau mal, Patrick hat schon sein Mahl begonnen. Oh, er ist nicht gern gesund. Was, wenn er etwas zerschneiden will? Hopp, dafür habe ich ein scharfes Messer gemacht. Leute, seid ihr bereit für Patricks monströses Aussehen? Das ist ein trauriger Anblick.
Warte, das war wichtig. Gib zurück. Ach du grüne Neune, er verdaut es. Susi, kannst du es rausholen? Okay, ich versuch's. Nimm es und wirf es nie wieder weg. Mit bloßen Händen? Susi. Er scheint noch mehr zu wollen. Er ist unersättlich. Sollen wir ihn mit einem Schlauchschleim füttern? Was denkt ihr, Leute? Nein, ich schmecke nicht. Leute, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Projekte mehr. Bis dann!